Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem Video und zwar zum nächsten Part von Pokémon X Plus. Ja, wir waren im letzten Part stehen geblieben, haben die Arena gemacht und müssen jetzt ins Café Flair oder so, also hier rein, wenn ich es mal hinkriegen würde. So, ja, ein bisschen hier reden. Hier sind wir. Ich habe mich gerade angeregt mit Flordelis über die Mega-Entwicklung unterhalten, der zu den Nachforschungen anstellt. Man kann dir wirklich nur gratulieren, ich wünschte, ich könnte wie du die Mega-Entwicklung einsetzen. Du musst wissen, dass Flordelis königliche Vorfahren hat und somit auserwählt ist. Fürwahr, ich bin wohl ein Nachkomme des jüngeren Bruders des Königs. Allerdings reichen die Erzählungen 3000 Jahre zurück und somit nur unbedingt zuverlässig. Übrigens, SPG Classic, weißt du, wo der Hololock entwickelt wird? Ja. Ganz genau, im Labor von Flordelis. Flordelis verdient wahrlich unseren Respekt, ein Teil der Erlöse steckt er in die Forschungsprojekte, die er dem Wohl der Pokémon und Trainer dienen. Menschen lassen sich in zwei Kategorien urteilen, die geben und die nehmen. Genauso wie die beiden legendären Pokémon der Kalos-Region, Leben, Gerben und Nehmen. Ich möchte etwa anderen etwas geben, aber auf der Welt gibt es genügend Narren, die ihre Stärke zur Schau stellen wollen, indem sie von anderen nehmen. Diese Menschen sind abscheulich. Vor langer Zeit wollte der König von Kalos alles für sich haben, so erschuf er eine schreckliche Waffe. Letzten Endes entfesselte er die Flammen der Zerstörung, so wird es ihm jedenfalls überliefert. Kalos ist wunderschön, so wie es jetzt ist. Wenn die Zahl der Pokémon und Menschen nicht weiter steigt, gibt es auch keine Streitigkeiten, doch die Zukunft steht noch nicht fest. Niemand kann sagen, dass es morgen genauso sein wird wie heute. Was der König damals getan hat, war falsch, aber ein Gutes hat es dann doch. Die ultimative Waffe hat er auch das alte Schlecht ihrer Ära vom Antlitz der Welt gefegt. Und wir erhalten einen Kingstein. Danke, dass du mir zugehört hast. Das ist ein kleines Dankeschön. Was für eine flammende Leidenschaft. Seine Reden sind wirklich mitreißend, was? Sie verraten deutlich seinen berechtigten Stolz auf seine Abstammung. Flordelis Worte sind sehr prägnant, in sich schlüssig, aber das muss nicht heißen, dass er auch recht hat. SPG Classic, das Wichtigste ist, mit wem du deine Zeit verbringst. Genieße die Zeit, in der du mit deinen Pokémon die Kalos-Region bereist. Werden wir auf jeden Fall. So, Holo-Nachricht. Lange nichts fand dir gehört. Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass wir uns auf Route 14 treffen. Ja, jetzt müssen wir auf Route 14. Und wenn ihr wisst, was jetzt passiert, wisst ihr, es gibt einen Rivalenkampf. Aber erstmal muss ich Route 14 suchen. Lustigerweise, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wo die ist. Warte mal, das finden wir ganz schnell. Hier, Route 14, mach dich mal ab da. Müsste auf Dings sein. Hier irgendwo. Hoffentlich. Route 14? Ja, Alter, ich bin's einfach. So. Du gibst mir doch bestimmt was, oder? Ne? Sehr. Dann gehen wir weiter. Hier. Du gibst mir auch nichts. Alles so. Geizhalse. Gut. Nils Lachs. Romanzierweg. Du bist aber schnell. Hallo Nils Lachs, wir haben gerade verglichen, wie weit wir den Pokédex schon ausgefüllt haben. Natürlich habe ich gewonnen. Zur Vollständigung des Pokédex überlasse ich euch, Trovato. Ist doch sonst voll langweilig, wenn alle dasselbe tun. Nils Lachs, wollen wir wieder vergleichen, wie viele Pokémon wir schon entdeckt haben? Lass uns diesmal einen Blick auf die Kalos-Gebirgs-Pokédex werfen, auch eine Art von Pokémon-Kampf, was? Also Nils Lachs, du hast bisher 15 Pokémon begegnet.
Dagegen komme ich nicht an. Ich habe verloren. Mensch, das ärgert mich jetzt aber. Ah, du bist auch schon einem Kaumalat begegnet, Nieslax. Die gleichen Pokémon zu kennen macht total froh, findest du nicht auch? Es gibt wirklich eine ganze Menge Pokémon hier in Kalos, was? Jetzt bin ich an der Reihe. Aspect Classic, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf heraus. Die Musik. Du hast wieder deine komischen Streifen da im Kopf. Psyogon, es ist wieder mal anscheinend der gleiche Kampf. Aber okay, wir leben damit. Wir zerstören ihn am besten. Wir zerstören ihn einfach. Ripper, jo, wer macht das? Blatt. Was ich gucken wollte. Route 14, ob da jetzt irgendwas Interessantes gibt. In Kalos. Aber ja, also dieses Psyogon werden wir jetzt erstmal hier ganz schnell flexen. Mit Knirscher. Mogelieb, du Arsch. Das ist frech. Mogelieb ist doof. Jetzt müssen wir zurückschrecken. Ich hasse es, zurückzuschrecken. Also machen wir jetzt hier nochmal einen Felsgrab. Knirscher. Säuselstimme. Alter, was bist denn du für? Hier gibt's Toxin und Irrlicht. In einem Zerschneiderbusch sieht das echt cool aus. Das werde ich dann halt. Irrlicht brauche ich nicht unbedingt, aber Toxin wäre halt ganz lustig. Ja. Wir gucken einfach mal. So, 1800 CP. Das ist 56. Nimmt mal mit. Und als nächstes kommt Brigaron. Da schicken wir Kentucky rein. Ich liebe die Musik. Ich liebe echt die Musik. Die ist so nice. So, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz auf einen Flügelschlag einfach. Wird wahrscheinlich auf Schutzschache gehen? Nein. Tankt sogar. Samenbomben. Alles klar. Alter, was? Aber Crit. Ja, aber auf Flügelschlag wird wahrscheinlich auf Sturzstacheln gehen. Nein, hä? Lul. Okay, ja, nehme ich. Dass der down ist, nehme ich mit. Naja, bleib ruhig. So, gut. Level 55 für Ghosty. Und als nächstes kommt Absol, da kann man drinnen bleiben. Und können auf Turmkick gehen. Ist aber noch kein Mega. Ja, tschüss. Das war's mit dem. Ja, nehmen wir mit. Level 56 für Kentakio. Mit dir zu kämpfen macht wirklich Spaß, aber ständig zu verlieren kratzt an meiner Ehre. Du hast Ehre? Hab ich da was verpasst? Ich weiß nicht. Jetzt kommt die. Wow, toller Kampf. Ihr zwei wollt es aber echt wissen. Danke, Sanna. Mir ist mitten im Kampf aufgefallen, dass du auf einmal zusiehst. Wo ist eigentlich Tiano? Der ist beim Kampf-Dojo. Echt? Beim Kampf-Dojo? Tut mir leid, Leute. Oh, da kannst du wieder eigentlich gehen. Ich war so in meinen Kampftanz-Performance vertieft, dass ich total die Zeit vergessen habe. Und Tiano, hast du geeignete Pokémon für dein Tanzteam gefunden? Ja, das habe ich. Das Tanzteam meiner Träume nimmt mehr und mehr Form an. Super, das freut mich für dich. Ach ja, hört mal alle her. Ich möchte unbedingt zu diesem gruseligen Haus gehen. Das ist in der Nähe von Romancia City? Du meinst wegen dieser Gerüchte? Genau, kommt schon. Gehen wir los und sehen nach, was an den Gerüchten dran ist. Also ich muss passen. Mehr als Gerüchte sind das noch nicht, oder? Ich wollte mir eh noch Zeit für meine Pokémon nehmen, bevor ich Romancia City ansteuere. Okay, bis dann. So, um dieses Haus soll wirklich gruselig sein, ja? Also, ich sehe mir das auf jeden Fall an, Tiano. An den meisten Gerüchten ist schließlich auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Wie die da hochhüpfen, Alter, wie so Keks. Ach ja. Warum unternimmst du eigentlich diese Reise, Aspect Classic? Was hast du für eine Motivation? Alle hängen sich richtig rein und haben eine Menge Spaß auf ihrer Reise. Bei mir dreht sich aber alles um Erinnerungen. Ich reise, damit ich später auch einmal auf viele tolle Erlebnisse zurückblicken kann. Naja, aber das ist nur am Rande. Ja, merke ich. So, dann wollen wir auch mal weitergehen. Und es regnet auf einmal. Nice. Hier ist übrigens eine arschgeile Rutsche. Hier, man kennt's. Ah ja, man kann natürlich da nicht hoch, dann machen wir es so hier. Bam. Kann man auch schaukeln.
Komm, lass mich schaukeln, bitte. Ja, kann ich echt nicht schaukeln? Alter, voll frech. Ich wollte schaukeln. Na gut, dann gehen wir mal weiter hier. Ich mag übrigens diese Route. So. Übrigens, was es hier so für Pokémon gibt. Hier gibt es auf jeden Fall ein Pokémon. Ja, voll los, servus. Hier gibt es auf jeden Fall ein Pokémon, das sehr, sehr cool ist. Und zwar gibt es hier Ultrigaria, Apollo, Morlord, Pionskora, Venuflibis, Laukaps und Schnutel. Das ist jedoch nicht abhängig. Okay. Dann gibt es hier noch Apollo, was übrigens eine 5% Dings hat. Das haben wir, hatten gerade richtig Glück. Morlord gibt es noch. Apollo habe ich eben schon gesagt, ne? Und Morlord auch. Ich bin lost. Dann gibt es noch Flunschlick, Viscora, das ist hier das neue Pokémon. Rettern in Massenbegegnungen, Knofensa in Massenbegegnungen. Und als Angel gibt es Quapsel, Quapuzzi, Schmerbe und Velsa. Also sehr viele Pokémon, die hier ja, nicht Debüt feiern, aber auf jeden Fall ja einfach so ein bisschen da sind. So, ne? Man kennt es ja. So, noch ein Item, Schutzband. Und dann haben wir hier noch was. Was ist das hier? Okay, mit der Fähigkeit Rauflust kann Geist-Pokémon treffen. Ja. So, was haben wir hier für einen Pokémon? Laukaps. Ich finde übrigens den Ruf super süß. Nur mal so am Rande. Ich habe jetzt erstmal Bock, ein bisschen wieder mit meinem kleinen Boy Gran hier rumzulatschen. Weil der war länger nicht mehr dran. Und Kentakio können wir auch erst einmal heilen. Ja. Ja, also zur Zeit der Aufnahme war vor ein paar Tagen Valentinstag. Und Valentinstag, seid ihr so jemand, die sich so denken, so jammern, ich feiere jetzt Valentinstag, weil ich mir so denke, so, ah, sieh mal ein Trainer. Weil ich so denke, ja, ich liebe es, an einem Tag meinem Partner was Gutes zu tun, oder denkt ihr euch so, ja, Valentinstag ist eigentlich wie jeder Tag auch. Ich meine, man feiert nun mal mit seinem Partner jeden Tag eigentlich, und man sollte seinem Partner jeden Tag was tun und nicht nur an einem Tag. Ich bin übrigens der Meinung, dass man jeden Tag, wenn dann, zu seinem Partner was machen sollte und nicht nur, weil Valentinstag ist und man sich so denkt, so, ja, Valentinstag, wunderschön. Weil ich finde nämlich, nur das auf Valentinstag zu beziehen, dass man was mit seinem Partner macht, weiß nicht, bin ich kein Fan von. Deshalb, meine Devise ist, macht doch einfach mit eurem Partner mehrmals was. Ja, und nicht nur an Valentinstag. Oder generell zu diesen Feiertagen wie Muttertag oder Vatertag. Seid mal nett an mehreren Tagen zu euren Eltern und nicht nur an diesen Tagen. Oder auch an Eltern. Seid nicht nur zum Kindertag nett zu euren Kindern, sondern immer. Zum Beispiel. Deshalb, ich finde diese Tage unnütz. Bin ich ganz ehrlich, für mich ist auch Weihnachten und Dings wie jeder Tag. Ich bin einfach, was das angeht, ein ziemlicher Muffel. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber ich denke mir doch einfach so, wieso? Wieso sollte ich mir so richtig diese Zeit nehmen? Also was heißt Zeit nehmen? Ich nehme ja natürlich sehr gerne Zeit für meine Familie, aber an diesen Tagen. Für mich ist diese Tage wie jeder andere auch. Und deshalb denke ich mir so, muss ich das jetzt machen oder kann ich ja so sein lassen? Weil, ich bin ehrlich, ich verstehe den Sinn einfach nicht so richtig von diesen Tagen. Weil ich, wie gesagt, ein Freund davon bin, seinen Eltern mehrmals auch, ja, für sie da zu sein und nicht nur, weil halt an dem einen Tag ein Tag für uns meine Eltern sind. So. Da bin ich aber wahrscheinlich der Einzige. Und ich kann auch verstehen, wenn ich da mit meiner Art da der Einzige bin, weil, ja, ich dann mal sehr, übrigens, das hier ist das neue Pokémon, weil ich dann wahrscheinlich einfach eine andere Meinung habe als andere. Aber ist doch okay. Ich meine, ich kenne auch viele, die hassen Weihnachten. Ich bin auch jetzt nicht so jemand, der sagt, Alter, Weihnachten, da muss ich in die Kirche gehen oder so. Aber Weihnachten ist schon eine coole Sache, so. Ich verstehe natürlich auch Leute, die halt einfach so sagen, so, ja, ich habe einfach keine Lust auf Weihnachten, weil das ist viel zu viel Familie.
Ich bin ehrlich, ich bin auch froh, wenn ich nicht viel mit der Familie machen muss, weil ich einfach... Ich bin einfach lieber am Chillen, so. Natürlich essen, zusammen Geschenke auspacken, einfach da so ein bisschen. Aber dann, wenn es so gegen Ende geht, zu Weihnachten, dann bin ich auch gerne in meinem Zimmer und zocken ein bisschen oder irgendwie sowas. Deshalb, da sollte man sich, auf jeden Fall nicht zu irgendwas zwängen auch. Man sollte einfach, ja, einfach sich so ein bisschen baumeln lassen und einfach, ich würde auch schon fast sagen, so leben, wie man selber will. Wenn, wenn du einfach keinen Bock hast, jetzt mal, dann lass es auch. Weil es bringt nichts, wenn du da hingehst und mit doofer Miene da bist und der so, und alle denken sich so, oh, was hat der für eine Scheißlaune. Lieber geht man dann da nicht hin und sagt dann halt so, ja, ich hatte einfach keine Lust. Und ich wollte aber auch nicht hinkommen, um hier schlechte Laune zu verbreiten, weil das ist, glaube ich, das, was die Familie am wenigsten braucht. Das Leben besteht nur aus peinlichen Situationen. Um das nicht zu vergessen, brauche ich die prüfenden Blicke anderer Trainer wie dir. Ja, ist einfach meine Meinung und ich denke, ich bin da nicht der Einzige mit dieser Meinung. Hoffentlich, weil wäre komisch, wenn ich damit der Einzige mit dieser Meinung bin. Weil ich denke, es gibt vor allem auch unter einen von euch vielleicht, die genau die gleiche Meinung haben. Und würde mich mal sehr interessieren. Also, wenn ihr wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir dürfen jetzt hier gegen Viscora kämpfen mit Drachenpuls. Das wird Schaden. Na, das wird gar keinen Schaden machen, weil der Minus 1 ist. Das war, hat mich schon fast geheilt an der Stelle. Ich gehe nochmal hier auf Standpauke. So, wie viel... Oh, 21.57 Uhr, ja, by the way, gerade nochmal so für die, die es interessiert, obwohl es natürlich keinen interessiert, weil ich mal auf Klo. Gut. Hier mal auf Wasserschuriken. AP sparend wie sonst was. Man kennt. So. Viscargot schicken wir einfach mal Ripper rein, weil ich jetzt keinen Bock habe wieder hier auf so einen Scheiß und ich will dann einfach dem, das Leben nehmen, will ich den Viscargot. So, Viscargot kriegt jetzt erstmal eine Drachenklaue und das war's. Gut. Und Level 56 für Dr. Scissor und Level 56 für Schadderich nimmt man auf jeden Fall mit. So, dann gehen wir mal weiter hier. Ach Gott, da kennt mir so eine... In einem früheren Leben habe ich vorausgesehen, dass wir uns hier und heute begegnen werden. Cool Story, wer bist denn du? Hexe Curry. Der Carrie mit Skill. Ach du heilige Mutter Maria Gottes. Skillabra ist creepy. Skillabra ist sehr creepy. Aber okay, den bummt sie einfach weg. Seht zu. Seht zu und staunt mal. Den bummt sie jetzt einfach weg. Hier, Surfer, bam. Tschüss. Skillabra, Skillabra oder so. Und Level 56 für Ghosty. Nimmt man mit. Dunkelnebel. Nö. Warum auch? Und Gengar. Kann ich auch drin bleiben. Gengar sollte uns jetzt eigentlich nicht so viel machen. Nee, nein, am Stadtbock. Okay, ja. Das war's da wohl auch mit irgendwie. Ja, Gengar ist bist du. Bitte machen wir mal nicht so viel Schaden. Gengar? Och. Spuck mal. Oder warte, ich kann... Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir rausswitchen. Aber in was will ich denn rausswitchen? Ripper? Ja komm, wir versuchen einfach mit Ripper. Ich kann ja nicht... Oh Gott, das wird jetzt super eklig. Wir müssen auf Psychokinese gehen. Ne, Surfer ist ein bisschen stärker. Wir sind im Regen, jetzt Step. Wir sind 6 Level drüber. Nice. Oh. Das Ding war gefährlich, Jungs.
Und Level 57 für Ripper. Was, ich habe verloren? Wurde etwa aus das Kausalitätsprinzip umgeschrieben? Keine Ahnung, Mann. Kann ich dir nicht sagen. So, Supertrank auf Ghosty. So. Hallo. Danke. Und weiter geht's. Jetzt ist er wieder ein Encounter. Morlord! Gut, dann können wir jetzt auch erstmal den hier als nächsten Gegner nehmen hier. Wenn man mit der Natur eins will, versteht man auch die Gefühle der Pokémon. Sehe ich auch so. Pokémon Ranger Romeo. Mit einem Quappo. Warum schenkt mir gerade jeder Erfahrungspunkte, wenn man Quajutsu? Das ist ein bisschen. Ist nett. Ist nett. Psychonese? Geht wahrscheinlich nicht, weil es ist ein Quappo, der hat speziell defensiv ziemlich gut aufgestellt und. Ah. Nice. Na gut, das war's dann mit Quappo an der Stelle. Psychic ist halt ein super geiler Move auf dem, so holy shit. Aber gut, 2460, so und Max. Heilige Scheiße. Maxax ist gefährlich, Jungs, da hab ich echt Schiss vor, weil Maxax ist halt wirklich der Böller. So. Aber Hexerus zerstöre ich. Naja, Überbrückung, Überschmückung, sag ich da mal. Da Drachenklaue und let's go. Yo, Alter. Schimmer dein Leben. Komischer Achsentyp. Hier, friss meine Drachenklaue. Bam. Tja, Bitch. So. Maxax ist down. Und wir kriegen 2700 MP. Schön. Okay. Wir wollen uns übertreiben. Hallo Krabums, na? Alles fit heute im Schuh, oder was? Ja gut, Krabums ist halt ein bisschen gefährlich. Krabums macht jetzt einfach bum 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 und dann sind wir tot. Ja, Turmkick. Nice, wir treffen. Und ist down. Und Level 57 für Kentakio. Nice. Aber gut, das soll es auch erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.